Telefonzelle, die stirbt aus, meine Damen und Herren. Jetzt ist es fertig. Ich finde es wirklich schade. Man kann anscheinend noch welche kaufen. Für 3'000 Franken könnt ihr eine ausrangierte Telefonzelle kaufen. Aber 3'000 Franken, ich meine, wenn du so eine Telefonkabine in Zürich hast, ja, 3'000 Franken, das ist günstiger als eine Einzimmerwohnung, würde ich sagen. Könnte man doch eigentlich drin, ja, oder eine Kinderkrippe drin eröffnen, wäre auch möglich. Da bringt man sicher 18 Ofen rein. Ja. Hashtag Baby Tetris. Das wäre. Aber wir werden es wieder ernst werden und wirklich der einzig wahre und erste offizielle Nachruf auf die Telefonkabine. Bitte schön, Agota. Danke. Im stillen Gedenken. Telefonzelle. Es ist nicht einfach, dir Adieu zu sagen. Von allen Zellen bist du die beliebteste gewesen. Warum ausgerechnet du musst gehen? Es gibt doch so viele schlimmere Zellen. Gefängniszellen, Terrorzellen, Wallisellen. Klar, du hast deine Ecken und Kanten gehabt und bist doch kommunikativ gewesen. Hast immer einen offenen Hörer gehabt für uns. Dein Freizeichen hat so viel noch Hoffnung gegeben. Wie soll es weitergehen ohne dich? Wo soll sich jetzt der Supermann umziehen, wenn es dich nicht mehr gibt? Wo kann man jetzt noch morgen um 4 Uhr nach dem Ausgang in Ruhe hinbisseln? Natürlich müssen auch wir zugeben, dass wir dich in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt haben. Früher hat man dich an jedem Ecken angetroffen, aber in letzter Zeit bist du nur noch am Bahnhof rumgestanden und hast Münze wollen. Und am Schluss hast du dich gehen lassen. Telefonzelle, du stirbst so, wie du gelebt hast. Aufrecht, leuchtend, transparent. Uns bleibt nur noch ein Leerzeichen. Und vielleicht wirst du ja wiedergeboren. Als Schneewittli-Sarg, als Aquarium oder als Studentenunterkunft. Hab's gut. Wir hören uns. Deine Late Night.